Hallo Hier spricht Susa. willkommen bei niemiecki skutecznie und rapid Sätze. Heute lernen wir ein paar Sätze mit dem Vokabular aus Vokabular Rapid Azo aus der Violetten Playlist. Jeżeli nie uczyliście się jeszcze słówek z listy Vokabular Rapid 4A, to koniecznie sięgnijcie do playlisty fioletowej i powtórzcie sobie to słownictwo. Tam znajdziecie rzeczowniki z liczbą pojedynczą, z liczbą mnogą, natomiast czasowniki we wszystkich formach plus niektóre jeszcze dodatkowo do tego wyrażenia. Los geht's! Fangen wir bitte an! Vorsicht, bissiger Hund. Uwaga, zły pies! Bin ich aber hundemüde. Padam na pysk. I hunde, die bellen, beißen nicht. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Tutaj dosłownie psy, które szczekają, nie gryzą. Wie oft soll man einen Hund füttern? Wie oft soll man einen füttern? Gehen Sie mit Ihrem Hund öfter Gassi. Niech Sie mit wyprowadza Hund öfter Meine Katze miaut ununterbrochen. Mój kot miał czy bez przerwy. Kätzchen zu verschenken. Oddam kocięta za darmo, widać. Die Schlange wickelt sich um die Frau. Wąż owija się wokół kobiety. Warum stehen die Wanderer vor dem Gipfel Schlange? Dlaczego stoją w kolejce pod szczytem? Mit den Blumen werden wir einen Kranz flechten. Z tych kwiatów upleciemy wianek. Gießen Sie Ihre Blumen mit Regenwasser. Rosel podlewać kwiaty deszczówką. Sie goss ihre Pflanzen mit einer Gießkanne. Podlewała swoje rośliny konewką. Dieser Blumenstrauß wurde für eine Braut bestellt. Ten bukiet kwiatów został zamówiony dla Panny Młodej. So einen Baum hätte ich gern vor meinem Haus. Takie drzewo chciałabym mieć przed domem. Kale Bäume verkünden den Winter. Nagie drzewa zwiastują zimę. Mit wem piknikt wohl die Frau? Z kim ta kobieta urządza piknik? Habt ihr schon einmal unter freiem Himmel geschlafen? Czy już kiedyś spaliście pod gołym niebem? mexiko ist besonders bekannt für seine kakteen mexikos kaktusów. sind pflanzen ein gutes geschenk Czy rośliny to dobry prezent? ich pflanze die kräuter in einen größeren blumentopf um Przesadzam zioła do większej doniczki. Jetzt hörst du die Sätze noch einmal an. Schau nicht auf das Display, schau nicht auf den Bildschirm. Und wiederhole die Sätze. Denk mal, was die Bedeutung ist. Słuchaj teraz dań. Nie patrz na Monitor, nie patrz na Ekran, na wyświetlacz. Konzentruj się na tym, co słyszysz. Powtarzaj te zdania i myśl, co oznaczają w twoim języku. Los geht's. Vorsicht, bissiger Hund. Bin ich aber hundemüde. Hunde die bellen, beißen nicht. Wie oft soll man einen Hund füttern? Gehen Sie mit Ihrem Hund öfter, Gassi. Meine Katze miaut ununterbrochen. Kätzchen zu verschenken. Die Schlange wickelt sich um die Frau. Warum stehen die Wanderer vor dem Gipfel Schlange? Mit den Blumen werden wir einen Kranz flechten. Gießen Sie Ihre Blumen mit Regenwasser. Sie goss ihre Pflanzen mit einer Gießkanne. Dieser Blumenstrauß wurde für eine Braut bestellt. So einen Baum hätte ich gern vor meinem Haus. Kahle Bäume verkünden den Winter. Mit wem picknickt wohl die Frau? Habt ihr schon einmal unter freiem Himmel geschlafen? Mexiko ist besonders bekannt für seine Kakteen. Sind Pflanzen ein gutes Geschenk? Ich pflanze die Kräuter in einen größeren Blumentopf um. Pamiętajcie, najlepiej podziękujecie za film, subskrybując ten kanał, klikając łapki w górę i pamiętajcie, aby komentować. Pamiętajcie, żeby komentować. Dzięki tej możliwości wspaniałej, jaką daje nam YouTube, komentowania, możemy używać języka niemieckiego w sytuacji naturalnej. To tylko wzmocni Waszą motywację do nauki języka niemieckiego i zobaczycie, że jesteście w stanie komunikować się używając kodu języka niemieckiego. To so, dann. Für heute ist das alles. Wiederholć noch einmal, wenn ihr etwas nicht wisst. Macht euch Notizen, seht den Film nochmals an, pausiert und notiert, was ihr daraus so gerne lernen wolltet. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschüssi.